Moin, moin, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink. Ich wollte was anderes sagen. Ja, ich bin hier hochgekommen. Wie habe ich es geschafft? Ein netter User, beziehungsweise Abonnent oder beziehungsweise User hat mir geschrieben, dass man das Ganze auch digital spielen kann, ohne diese ganzen Aufsätze-Kram. Habe ich jetzt mal deaktiviert und spiele mit meinem Pro-Controller und habe es gleich beim ersten Mal geschafft, hier raufzukommen. Also aktivieren wir das Ding mal. Was ist denn los? Ich hatte recht. Ich hatte recht. Nach so vielen Jahren. Ein Schwarmkundschafterschiff. Ich wünschte, St. Grant könnte das sehen. Es gibt einen Energieanstieg, Leute. Einen großen. Ich kann das Schiff hören. Es ist wunderschön. Klingt wie Gesang. Ist der Schwarm da drin? Dieses Schiff ist leer. Doch es versucht, das Schwarmbewusstsein zu kontaktieren. Das Signal geht durch die Decke. Die Bündelübertragung ist direkt auf Necrom gerichtet. Das kann nur eines bedeuten. Der Schwarm befindet sich auf Necrom. Und er lebt. Wir treffen uns so bald wie möglich auf Necrom. Wir sind so nah dran. Mehr von meiner Spezies. Dafür hat St. Grant die Equinox erschaffen. Bitte, wir müssen nach Necrom und sie finden. So, wir müssen die Hauptkampagne weiterspielen, um überhaupt hier weiterzukommen erstmal. So, wir müssen jetzt mal eine Raffinerie errichten hier. Machen wir jetzt mal. Mal auf die Karte, wo wir hin müssen dafür. Hier könnten wir eine bauen. Das ist perfekt. Warte mal, ist noch nicht weit weg. Nein, dahin. So, gehen wir es direkt hin. So. Okay, Also es macht schon wesentlich mehr Spaß, mit dem Pro-Controller zu spielen, merke ich gerade auch selber. Also von daher kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr nicht so dumm seid wie ich und dafür irgendwie 5-6 Stunden braucht, bis ihr es rausfindet, dann macht es. Nö. Da. So. Hier können wir jetzt eine Raffinerie hinpacken. Fehlt uns immer noch so ein Mist. Um mehr Nova zu erhalten, liefere Extratoren und Primes oder fang gerne an Verbündete aus. Du kannst auch versuchen, abgeschüttete Drakes zu hacken. Okay, pass auf. Wir suchen uns nochmal so einen Drake-Posten und werden den hacken. In der Nähe ist hier zum Beispiel. So. Machen wir das erstmal. Damit wir ein bisschen Energie bekommen, um diese Raffinerie zu bauen, dann haben wir nämlich das hier auch schon mal geschafft. Und können mit der Hauptmission weitermachen. Wow. So. Legion solcher an Fauna in der Nähe entdeckt. Oh, erstmal hier den befreien. Oh, warte. Und den scannen wir auch gleich mal, wenn wir schon dabei sind. Teilscan abgeschlossen. Mehr Exemplare müssen gescannt werden, um das DNA-Profil zu vervollständigen. Ja, dann haben wir das erstmal eingerichtet. Erstmal hacken wir ein bisschen hier. Datenkern wird gehackt. Für eine stabile Verbindung in der Nähe bleiben. Jawohl! Box 1, böser Kerl 0. Legion-Verstärkung im Anmarsch. Gravitation wird echt heftig. Oh. Komm schon. Oh. So, dann sind wir wieder im Spiel. Oh. Vorsicht, Legion-Streitkräfte unterwegs. Oh nein. Oh bitte. Schaffst du noch. Wir sind gleich gehackt. Oh. Gerade in letzter Sekunde sind wir nämlich draufgegangen. So, jetzt haben wir zwei davon. Jetzt können wir dieses dumme Ding bauen. Machen wir jetzt auch gleich als erstes. Machen wir das da? Egal, wo wir es bauen. Hauptsache, wir bauen es irgendwo. So, einmal hinfliegen. Dann bauen wir die Raffinerie da mal hin. Hm.
So, wird gebaut. Gut, die Ressourcen sind an Bord. Okay, gehen wir an die Arbeit. Wir stehen hinter Ihnen, Starlink. Sehr cool. Mit einer dauerhaften Geldquelle sollte es leichter werden, den Rest dieses Staubballs an uns zu binden. Der Planet kämpft für die Sache. Es muss weitergehen. Einfach weiterbauen und sich mit jenen verbünden, die das Licht noch sehen müssen. Bereits vor... Sobald wir uns auf Wireless etabliert haben, ist es Zeit, ein eigenes Arsenal zu bauen. Wissen Sie, wenn wir einen unserer Kondensierer mitten auf eine Elektromader setzen, zieht er den Profit direkt aus dem Boden. Möchten Sie es versuchen? Nee, wir machen was anderes. Und zwar... Gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Wir tracken das Ding auch nochmal hier. Die paar Kerne brauchen wir ja so oder so. Unbekanntes Schiff im Anflug. Was? Wie? Wo? Fehlerbericht. Bereich sauber. Hm. Das war seltsam. Wirklich seltsam. Partner, es ist Zeit, das Blatt auf alles zu wenden. Wir sehen uns beim Arsenal. Annäherungswarnung. Ein neuer Prime ist auf Wireless eingetroffen. Was? Verdammt! Geller, reichen die Truppen aus, um ihn aufzuhalten? Nicht für lange. Aber ich habe noch eine Lösung. Schnell zu meinem Arsenal. Geh und sprich mit dem ersten Wache im Arsenal. Wir werden wohl als erstes machen dann wahrscheinlich. Aber wir fliegen erstmal noch hier vorbei und holen so einen Kern. Schleimkugel! In die falsche Richtung geflogen. Da, nein. So. Wir tracken gleich nochmal, ziehen nochmal da auch nochmal was raus. Wäre schon nicht schlecht, dann hat man nochmal so ein Ding im Petto. Natürlich wird immer schwieriger und schwieriger, aber wir kriegen es trotzdem hin. Glaube ich. Uplink eingerichtet. Legion-Datenkern wird gehackt. Für eine stabile Verbindung in der Nähe bleiben. Legion-Gerät identifiziert. Hacking-Prozedur initiieren. Achtung, die Prozedur wird sehr wahrscheinlich Verstärkung der Legion anziehen. Alles erledigt! Lass das! Ah, oder? Daten erhalten und bearbeitet. Perfekt. Mal auf hier. Da drin. Komm mal. So, ab zur, zum Arsenal. Ja, mit einem Pro-Controller spielt sich wirklich angenehmer, das merke ich jetzt gerade auch. Ich komme nicht mehr auf diese bescheuerte Taste oben, weil der Verstärker nochmal angerufen wird und kann sie endlich auch nutzen für Daten, die wirklich wichtig sind. Puh. Ein bisschen Materialien hier einfach mal so nebenbei. Damit wir auch weiterkommen hier im Spiel. Das dauert noch einen kleinen Moment hier. Ein bisschen weiter weg das Ding, ne? Auf der Karte noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Hier könnten wir noch so ein Ding rausziehen. Sollen wir das machen?
Machen wir noch. Jetzt los. Was denn? Dieser fette Sound her. Zur Erinnerung, seltene Mineralproben sind bei Raffinerien heiß begehrt. Alter, ey. Bin laut auf einmal da. Ding, bin ich in der Nähe? Kann man hier ablegen? Verbündeter hat den Prime of Vilis entdeckt. Ist jetzt auf der Sternkarte zu finden. Equinox, hier ist Fox. Wie kann ich unser Team verstärken? Ich habe eine strategisch ideale Position für einen Außenposten identifiziert. Ich bin bereit, Koordinaten zu senden. Oh. Danke. Gravitation. Verstärkung im Anmarsch. Oh nein. Komm schon. Komm raus hier. Oh, flieg, 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 flieg. Oh, verdammte Axt. Ich kann auch ein Schiff wechseln hier, wenn ich will. Okay. Das nehmen. Das ist das andere Schiff, das wir haben. Da müssen wir natürlich ein paar Updates reinbauen. Okay. Flügel verbinden. Das andere Flugzeug, was soll's? Hack erfolgreich. Legion-Daten erhalten und bearbeitet. Okay. Die Frage, ob man seinen Flugzeugflug jetzt einfach wieder umändern kann. Jetzt nicht zum anderen wieder rübergehen oder wie? Ist jetzt nicht, ich weiß nicht genau, wo man den jetzt ändern kann. Doch da. Schiff getroffen. Schiff bei einem verbündeten Außenposten reparieren oder respawnen. Ah, okay. Ja, gut. Lassen wir nochmal so. Wir können ja das Ding respawnen lassen. So lange muss Fox McCloud mit seinem anderen Flugzeug fliegen. Und den Arwing holen wir gleich wieder. Ein fetter Sound hier. Ah, da ist der Prime, deswegen. Da anders gegangen ist hier. Ich glaube, der genauso Schaden nimmt wie der andere. Es öffnet sich. Auf die Gesichtsplatte ziehen. Okay, ein bisschen fliegen hier wieder. Oh, raus hier. Nur rumfliegen, ein bisschen Energie wieder tanken hier. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Uah.
Nein, nein, raus hier. Raus hier, raus hier. Boah. Und kick. Jetzt aber, jetzt kriegen wir ihn. Eine Fresse auf. So. Vergiss nur nicht, dir den Prime-Kern zu schnappen, bevor du abhaust. Zack. Zurück zur Basis. So, bring es nicht schnell zurück. Ich will eh mit der ersten Wache noch reden. Huch. Dann lassen wir gleich unser Flugzeug auch reparieren. Das andere zumindest. Bockt schon, das liegt sich hier ein bisschen anders. Warnung, Outlaw-Schiff im Anflug. So langsam wird es seltsam. Fehlerbericht, Bereich sauber. Sage okay. Funktioniert wohl nicht richtig. Was ist denn los? Sie behauptet, da sei ein Schiff. Aber da ist nichts. Sage dreht langsam durch, jo. Sie hat uns noch nie fehlgeleitet. Arbeitet weiter an dem Arsenal. Ich werde Sage kontaktieren. So, hier gehen wir erstmal den Dingsbums ab hier. Die Leute, so schwach sie sein mögen, sind bereit, zu den Waffen zu greifen. Doch zuerst mache ich auf den revolutionären Soldaten. Dieser Einsatz hat all das ermöglicht. Ich habe das zu bieten. Die Baupläne für mein Arsenal. Als erstes einen Ort auf Weiles dafür finden. Ich werde alle versammeln und rüberschicken. Nicht trödeln. Je mehr Primes eintreffen, desto weniger können wir es uns leisten zu warten. Alles klar. Okay. So, einmal Schiff reparieren, bitte. Keine Schiffe zu reparieren? Ist ja Quatsch. Achso, warte mal. Bieten? Steven? Oh, ein bisschen aufbauen hier. Sehr gut, sehr gut. Wie sagt er mir, keine Schiffe zu reparieren? Ich bin mir sicher, dass mein Schiff repariert werden muss. Anscheinend nicht. Lass uns mal gucken. Unser Schiff muss auch was ändern hier, weil der eigentlich ein bisschen zu schwer fast. Hier nochmal drin. Ja. Perfekt. Okay. Commander-Kern 4 erhalten. Was haben wir denn gebrauchen? Können wir vielleicht bei einer Waffe einnutzen, ne? So. Okay, eigenes Arsenal, das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder irgendwas sammeln, glaube ich. Aber erst gucken wir, ob wir das was finden hier. Irgendeinen Platz, den wir nutzen. Und bauen. Ah, zum Beispiel. Machen wir mal. Das sollte ja nicht so schwierig sein. Hoffe ich zumindest.
Arsenal, was brauchen wir dafür? 150.000, das haben wir leider noch nicht. Wir müssen noch ein paar andere Aufträge machen, glaube ich. Eine Werkstatt können wir bauen, ne? Bauen wir noch auf jeden Fall eine Raffinerie. Ein bisschen Kohle auf jeden Fall. Kommen Sie vorbei, wenn Sie soweit sind. Es gibt viel Arbeit. Ja, alles gut. Wir gucken, ob wir noch mehr Kohle finden können. Da ein bisschen Kohle zusammen sammeln können. Die Waffe hat keinerlei Effekt. Komm, nimm das. Ding da. Game over. Ach shit. Na, das macht ja nichts. Aber vielleicht die beste Zeit, um einen Break zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bis dahin. Tschüss.